Kopf Nummer 12 hat uns nun Julina hier mit in die Bahn gebracht. Das ist Sir Elton, ein Sohn des Sir Donnerhall, Totilas, Floristan I und Donnerhall. Ja, mit Sir Elton sehen wir hier auch ein weiteres ganz besonderes Pferd dieser Auktionskollektion. Dieser gekörte und geprüfte Hengst ist bereits 5-jährig. Auf der westfälischen Hauptkürung hier 2020 wurde er gekürt. Seinen 50-Tage-Test absolvierte er mit Top-Noten. Unter anderem für Interieur, Charakter und Leistungsbereitschaft erhielt er die 8,5. Seine zweite Mutter, die Staatsprämienstute Fabergé von Floristan, sie brachte auch den Bellissimo-Sohn Berlusconi, der in Pre-St.-George-Prüfung im Dressursport hoch erfolgreich ist. Auch Sir Elton selbst ist bereits turniersportlich erprobt und kann Erfolge in Jungpferdeprüfungen vorweisen. Der weitere Mutterstamm hier mit vielen Grand Prix-Pferden ausgestattet, sodass zukünftige Erfolge für Sir Elton vorprogrammiert sind. Wir freuen uns nun über die Eindrücke hier im Training unter dem Sattel von Julina. Ja, und das ist ein wunderbarer Eindruck, den ich jetzt schon die ersten Minuten hier gewonnen habe. Auch so habe ich ihn gestern im Training gesehen. Alleine dieses Angaloppieren, pah, aus der Hinterhand, geöffnet, im Hals, im Ganaschenwinkel, top, sensibel auf die vortreibende Hilfe eingehend, der Sir Elton, der wirklich ganz toll von Julina uns hier gezeigt wird. Und wenn ich mir dieses Pedigree angucke, Sir Donnerhall, Totilas, Floristan und dann nochmal Donnerhall, unglaublich. Mehr Dressurblut geht nicht. Aber wenn man noch so viel Dressurblut hat, muss man auch gut ausgebildet werden. Und das tut die Julina. Die reitet den ganz wunderbar, diesen Sir Elton. Nicht? Gebogene Linie, so ein bisschen in Richtung Versammlung. Dann verlängern der Galoppsprünge wieder. Top. Und der hält den Rhythmus des Galopps in ganz wunderbarer Weise, ganz qualitätvoll. Das ist so ein Pferd, was man wunderbar weiterarbeiten kann. Da sieht man, der wird keine Probleme haben, fliegende Galoppwechsel zu lernen. Der wird es sich nicht schwer machen, wenn er Traversieren im Galopp lernen muss oder später auch Pirouetten im Galopp geht. Einfach ein toller, natürlicher Rhythmus ist da in dieser ganzen Galopptour drin. Also insofern große Freude, so ein Pferd zu beobachten. Und ich glaube, wichtig ist, wir gucken uns das Ganze jetzt noch einmal auf der linken Hand an. Ist er da genauso gerade gerichtet? Ist er genauso balanciert? Lässt er das sich genauso gut, in Anführungsstriche bitte, gefallen wie auf der rechten Hand? Jawohl. Auch wieder recht sicher angaloppiert und dann gleich zuckt nach vorne. Das ist es. Jawohl. Wenn er so ein bisschen guckt, gibt es nur eins. Zuck nach vorne. Richtig nach vorne galoppieren. Genau so müssen wir es machen. Dann knüpfen wir an die Natur des Pferdes an. Top. Top. Immer nächste lange Seite in den entlastenden Sitz über mit Sir Elton, der alten Remonte, 5-jährig, alte Remonte. So, top, top. Und dann lass mal allmählich die Zügel im Galopp aus der Hand kauen. Das ist für unsere Zuschauer, unsere potenziellen Käufer ganz, ganz wichtig, dass sie sehen, die Pferde lassen sich mit langem Zügel traben und galoppieren. Wir wollen ihnen wirklich ganz ehrlich zeigen, wie gut die Pferde geritten sind. Und ich bin wirklich ganz begeistert, wie gut die Zusammensetzung der westfälischen Herbstauktionspferde ist, die jetzt am 30. September endgültig dann versteigert werden. Und lass den Zügel mal ganz lang. Und Sir Elton, die Kopfnummer 12, ist ein wirklich ganz, ganz guter Vertreter dieser Auktion, dieser Auktionskollektion. Langer Zügel. Ladies and Gentlemen, a very nice trained horse, mentally and physically in a wonderful balance. Very good to see how important it is that the horse is stretching the neck.
the top transition into the walk, and it's a lovely, nice walk. And the pedigree of the horse is brilliant. Sir Donahal, Totilas, Florestan, and Donahal again. More German dressage blood is not possible. And then Proved Stallion and Black. Wow. Danke, Jolina. Danke. Thank you, Sir Elton, number 12.